Penny. Nein, leg ihn zurück. Hä? Was? Wieso? Er gehört nicht dir. Irgendjemand da draußen vermisst diesen Penny. Alter, es ist keine große Sache. Es ist bloß ein Penny. Es ist schlechtes Karma, Mann. Hä? Was ist, wenn du aus Versehen dein Geld verlierst? Und du suchst danach. Aber es ist nirgendwo zu finden, weil sich ein Volltrottel gedacht hat, er behält es für sich selbst. Hä? Es ist nicht deins. Tu das Richtige. Was? Was soll das? Das ist überhaupt nicht dasselbe. Stell dir vor, es gibt keine Milchshakes. Was? Aber wie bekommt man dann die Jungs in den Garten? Hä? Okay. Ich bin stolz auf dich, Mann. Halt die Fresse. Mein Gott, da bist du ja. Ich habe überall nach dir gesucht. Jetzt kann ich mir absolut nichts leisten. Hey, yo, Leute, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Ich wollte noch 2-3 Dinge loswerden. Erstens mal abonniert unbedingt Domix, das ist ein super YouTuber. Und ich empfehle auch allen Leuten, die des Englischen mächtig sind, es im Original anzuschauen, weil es geht unheimlich viel verloren, wenn man es im Deutschen hört. Deswegen wollte ich nämlich zum Beispiel auch 2 Dinge erklären. Einmal den Gag mit dem Milkshake. Das ist nämlich so, es gibt ein Lied und das singt ein Girl, My Milkshake brings all the boys to the yard. Und in dem Dub habe ich das dann eben übersetzt mit, stell dir vor, es gibt keine Milkshakes mehr. Und dann der andere eben, ja, wer bringt denn dann die Jungs in den Garten? Oder je nachdem, wie man Yard übersetzen möchte. Daher kommt es, also ich glaube, wenn man das Lied nicht kennt, versteht man es auf jeden Fall nicht. Und wenn man es im Deutschen hört, dann versteht man es erst recht nicht. Deswegen habe ich es nochmal gesagt. Das zweite, was auch wegen verloren gegangen ist, ist zwar nichts Großartiges, aber am Schluss, was sagt er, jetzt kann ich mir absolut nichts leisten. Und das Problem dabei ist, dass im Englischen kommt das Nothing wegen einer anderen Satzstruktur ganz am Ende hin. Und da wirkt es einfach ein bisschen besser, wenn das letzte Wort, was ja im Englischen Nothing ist, und im Deutschen war es Leisten. Und Nothing ist ja, war ja quasi die Grundaussage. Da kommt mir das halt am Ende im Englischen so, no, I can afford absolutely nothing. Anstatt dem, jetzt kann ich mir absolut nichts leisten. Und mit dem Leisten nochmal wenig so. Ihr wisst schon, was ich meine. Also auf jeden Fall vielen Dank und bis zum nächsten Video. Ade, ciao.